Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und ihr seht schon, ich habe eine motherfucking Winterjacke an, weil bei uns leider die Heizung fürs Erste ausgefallen ist. Das Ganze müsste dann ein paar Stunden wieder geregelt sein, aber im Moment ist es einfach nur arschkalt bei mir daheim. Ja, darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es nämlich darum, dass ich verdammt viele Free Packs bekommen habe. Viele von euch wahrscheinlich auch. Und wir möchten heute darüber reden, wieso manche Leute Free Packs bekommen haben und manche nicht. Wieso hast du welche bekommen oder eben nicht? Das ist eben die Frage, die wir uns heute stellen. Und dazu habe ich eben eine klare und eine offizielle Antwort für euch. Ja, okay, Freunde, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit diesem ganzen Thema. Und es ist einfach nur unfassbar, dass man wirklich jetzt Free Packs bekommen hat. Das ist kein Fake, denn bei mir selber ist es eben auch passiert und deswegen kann ich zu 100% sagen, dass das alles kein Fake ist. Das sind keine Fake-Bilder, keine Fake-News, wie man sagen würde. Das ist alles Real Stuff. Ich lasse euch jetzt im Hintergrund eine Gameplay-Aufnahme von meinem FIFA-Account laufen und da seht ihr einfach, dass ich viele Free Packs habe. Ich habe 22 Free Packs zu diesem Zeitpunkt gehabt, davor hatte ich aber eigentlich 15. Deswegen bin ich erst drauf gekommen, dass da irgendwas falsch ist und dann habe ich mal gezählt, welche Packs ich dazu bekommen habe. Also, ich habe zwei 5K Packs bekommen, ein 7,5K Pack, ein seltenes Goldspieler Set klein, also so ein halbes 50K Set, dann ein 25K Set und dann noch zwei 55K Sets. Dann habe ich überlegt, wie habe ich diese Packs bekommen, beziehungsweise wieso habe ich diese Packs bekommen. Und ohne jetzt lange rumzulabern, blende ich euch jetzt das Bild ein, welches eigentlich die Erklärung für dieses ganze Mysterium ist. Und zwar ja, hat EA da wirklich in mein FIFA diesen Screenshot reingehauen. Also die haben diese Meldung in meinen FIFA-Account reingehauen. Und den haben sicher auch mehrere von euch bekommen. Das heißt, das ist zu 100% offiziell, dass das der Grund ist, wieso alle Leute Free Packs bekommen haben. Also Leute, Nachricht vom FIFA-Team. Am 28. Dezember ist von 19 bis 0.30 Uhr ein Problem aufgetreten, durch das Sets nicht die korrekten Inhalte enthielten. Das ist also anscheinend der Grund, warum wir die jetzt wiederbekommen haben. Wir haben dir alle betroffenen Sets zugeteilt, die du in dieser Zeit geöffnet hast. Du findest diese Sets im Meine Sets Abschnitt des Shops. Vielen Dank für deine Geduld, während das Team an der Behebung dieses Problems gearbeitet hat. Okay, dann habe ich natürlich überlegt, welche Packs habe ich zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Dann bin ich drauf gekommen, okay, das waren meine Weekend League Rewards. Das war nämlich ein Donnerstag, der 28. Dezember. Und da habe ich einfach nur meine Gold 2 Weekend League Rewards geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gerade einen Livestream gemacht. Das heißt, das sind meine Weekend League Belohnungen, die ich einfach im Livestream geöffnet habe. Dazu habe ich dann noch zwei 5K Sets und ein 7,5K Pack und ein seltenes Goldspieler Set klein bekommen. Das sind einfach Packs, die ich wahrscheinlich durch SBCs gemacht habe, beziehungsweise das 7,5K Pack habe ich wahrscheinlich mit Points geöffnet und die 2,5K Packs hatte ich wahrscheinlich in zum Beispiel im 55K Set als kleine Belohnung dabei. Also, falls ihr keine Packs bekommen habt, dann liegt das daran, dass ihr am 28. Dezember zwischen 19 und 0.30 Uhr keine Packs geöffnet habt. Und deswegen habt ihr jetzt auch keine bekommen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wieso hat man die überhaupt bekommen? Ich meine, so fehlerhaft waren die nicht. Ich habe nämlich sogar auch einen Inform gezogen und zwar nicht mal so einen schlechten. Ich meine, ja okay, Torwart, Inform Italien ist jetzt nicht so besonders gewesen, aber ich habe einen Inform gezogen. Also, ja, so falsch können die Packs anscheinend nicht gewesen sein, aber irgendwas muss gewesen sein, vielleicht konnte man keine Icons ziehen, vielleicht konnte man keine, weiß ich nicht, keine anderen Karten ziehen, wie zum Beispiel Messi, Ronaldo, ich weiß es nicht, aber irgendwas ist anscheinend gewesen, es wäre eh keinem aufgefallen, aber das finde ich trotzdem sehr gut von EA, dass sie da dazu stehen und sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht und das ist eure Entschädigung. So, jetzt tritt natürlich die Frage auf, sind diese Free Packs tauschbar oder sind sie nicht tauschbar? Und dazu kann ich sagen, ja, sie sind tauschbar, diese Packs sind alle tauschbar und anscheinend ist es auch so, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher, das habe ich nur bei einem YouTuber gesehen, dass man, wenn man zum Beispiel diese Upgrade SBC Packs gemacht hat, die Gold Upgrade SBC Packs, wo man zwei seltene Spieler Packs bekommt, dass diese Packs jetzt auch tradable sind. Ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber anscheinend stimmt es. Ich habe es, wie gesagt, bei einem YouTuber gesehen. Auch andere YouTuber haben Packs bekommen, wie zum Beispiel GamerBrother, der unfassbar viele Packs bekommen hat, da der einfach zu diesem Zeitpunkt auch unfassbar viele Packs gezogen hat. Und jetzt hat er natürlich fürs Team of the Year auch noch einige am Start. Genauso wie Tmox, der auch 200k Packs bekommen hat. Und ja, da sagt er dann auch, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, da, denn er hat, glaube ich, irgendwie nur Lacazette oder so gezogen. Aber ja, die haben auf jeden Fall auch alle Packs bekommen, also seht ihr auch, dass das jetzt irgendwie kein Fake ist oder so. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr auch Packs bekommen habt und wenn ja, welche Packs. Oder ob ihr keine Packs bekommen habt, obwohl ihr zu dem Zeitpunkt Packs geöffnet habt. Denn viele haben mir geschrieben, sie haben Packs geöffnet, aber haben jetzt keine neuen bekommen. Wie gesagt, bei mir ist alles glatt abgelaufen. Ich habe die Packs bekommen, die ich bekommen sollte.
denkst. Ich habe nämlich noch mehr Packs bekommen. So, und da gehen wir jetzt rein in die Elgato bzw. in FIFA und sehen, okay, ich habe 29 Free Packs auf einmal und nicht mehr 22, so wie gestern. Also ich hatte 15, dann 22 und jetzt 29 Free Packs. Wir gehen drauf und ich sehe, dass wir jedes Pack, welches wir gestern bekommen haben, nochmal bekommen haben. Das heißt, ich habe jetzt 4 Gold-Sets, ich habe insgesamt 2 7-5er, dann habe ich 4 seltene Gold-Sets und einfach mal 4 55k-Sets. Ich habe diese Packs einfach heute nochmal dazu bekommen. Ich habe das Ganze doppelt bekommen. Unfassbar einfach nur. Ich hoffe, EA nimmt mir diese Packs nicht wieder weg, aber ich glaube, die bleiben schon auf dem Account, weil ich möchte natürlich noch warten, bis das Team of the Year kommt und dann werden wir diese Packs auf jeden Fall zusammen in einem Livestream öffnen. Ja, das ist halt einfach nur unfassbar. Erstens, dass wir so Packs nochmal bekommen. Es wäre, wie gesagt, keinem aufgefallen. Und zweitens, dass wir sie einfach jetzt wirklich doppelt in unserem Verein drinnen haben. Wir haben 29 fucking Free Packs. Darunter, ja, einfach die seltenen Megasets, die ja wirklich nicht schlecht sind. Und das heißt, wir haben insgesamt über 300.000 Münzen in Form von Packs von EA geschenkt bekommen. Ja, Leute, das war's an sich jetzt auch schon mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wie gesagt, schreibt mir auch in die Kommentare, was für Packs ihr bekommen habt. Habt ihr daraus was Gutes gezogen? Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Lacker, die da so, weiß ich nicht, Icon Ronaldo oder so gezogen haben. Wenn ja, schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare rein. Und damit bin ich auch schon raus, Leute. Ich friere dann mal weiter in meinem kalten Zuhause. Ja, die Heizung ist wie gesagt aus, aber die wird hoffentlich demnächst dann wieder, ja, wärmer werden und angehen und funktionieren. Und damit bin ich raus, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.